Der Bruder fragt, wenn eine Person nicht öffentlich sagt oder nicht mit seinem Munde sagt, ich leugne Allah und ich leugne den Propheten. Wie ist das hier? Können wir ihn Kafir nennen oder nicht? Er hat zwar nicht die Shahada gesprochen, aber wie ist das hier? Natürlich nennen wir ihn Kafir. Was Allah Azzawajal mit ihm macht, das ist die Sache von Allah Azzawajal. Aber für uns wird er regiert nach den Gesetzen des Kufr. Weil Allah Azzawajal sagt in Surat At-Tawbah, und wenn dich einer von den Mushrikin um Schutz bittet, dann gewähre ihn Schutz bis was? Bis er die Worte Allahs hört. Hat er die Worte Allahs genannt? Dieser Mann, über den wir gerade berichten? Wie hat Allah ihn genannt? Mushrik. Allah hat ihn Mushrik genannt. Pass auf, Achil Karim, nur damit wir das richtig verstehen. Wir brauchen Urteile. Wir müssen ja wissen, ja, mit Urteile meine ich nicht, dass jeder jetzt den anderen vermisst. Wir müssen aber wissen, ob wir es mit einem Muslim oder nicht zu tun haben. Zahira, das heißt das, was uns in der Dunya als Urteil für diesen Mensch ist, bleibt, ist, dass er Kafir ist. Was aber Allah mit ihm macht, weil er nicht von dieser Botschaft gehört hat, das ist die Sache von Allah Azza wa Jal. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und die Überlieferung ist bei Al-Bazzar und bei Imam Ahmad und Sahih nach Sheikh Al-Albani, rahimullah ta'ala, er sagte, vier Leute werden Yawm al-Qiyamah vorgeführt und sie werden ihre Entschuldigung vorbringen. Ein alter Mann, der nichts mehr hört. Und auch, also alter Mann, sehr alter Mann, der nichts mehr hört. Dann eine Person, wo war ich geblieben? Wo war ich? Ein alter Mann, der nichts hört. Also er ist schon sehr alt, ja. Und dann eine Person, der ist taubstumm. Der ist taubstumm. Bedeutet meistens einer, der taub ist, ist auch stumm. Und dann eine Person, der ist Ahmak, yani zurückgeblieben, infantil sagt man. Und dann eine Person, der war von Ahl Fatra. Das heißt, er hat in einer Zeit gelebt, wo die Botschaft ihn nicht erreicht hat. Diese Leute werden Yawm al-Qiyamah vor Allah Azzawajal stehen. Dann wird der alte Mann sagen, ja Allah, der Islam ist zu mir gekommen, aber ich war alt, ich habe nichts mehr begriffen. Und der andere wird sagen, ja Allah, der Islam ist zu mir gekommen, aber ich war taub schon. Der Ahmak wird sagen, der kindisch zurückgebliebene, er wird sagen, ja Allah, der Islam ist gekommen, aber die Kinder haben Kamelmist nach mir geworfen, so in der Art. Und der andere wird sagen, ja Allah, die Botschaft ist nicht zu mir gekommen. Dann wird Allah Azzawajal, wie Sheikh al-Islam sagte, ihn ein Taklif nochmal zukommen lassen. Das bedeutet nicht eine Prüfung in dem Sinne, sondern sie werden getestet auf eine Art und Weise, dass ein Prophet zu ihnen geschickt wird. Wenn sie ihm befolgen, so werden sie ins Paradies gehen. Wenn sie ihm nicht befolgen, dann gehen sie in das Höllenfeuer. Und Allah hat in der Macht alles zu tun, was er will, subhanahu wa ta'ala. Diese Person, der auch nichts vom Islam gehört hat und auch Allah nicht mit seiner Zunge verleugnet hat, ist trotzdem für uns was? Ein Kafir. Was aber nach dem Tod mit ihm passiert, so habe ich diesen Hadith erläutert. Wallahu ta'ala ala wa.